Der hat mir das halt nicht verstanden. Ich bin wieder da. Schon, wer ist da? Ist da? Oh, ich mach aus. Sie beschwert sich. Ich möchte sich. Oh yeah. Ich kann nicht mehr. Ja, ich auch. Boah, ich hab mehr Ausdauer. Huh? Weißt du mal, die Determination ist einfach höher. Ich bring gleich alle um. Determination und Ausdauer ist das verschiedene Sachen, Mann. Das hältst du nicht lange aus, ey. Also ich halte es aus, aber ich bin auch ganz hier ehrlich, der Einzige, der Menschen versteht. Wenn ich noch länger spiele, sterbe ich wahrscheinlich, aber trotzdem halte ich es besser aus als du. Du bist auch Terminus. Ich glaube, ich leg mich der Terminus. Boah, das hat mir Angst gemacht, hör bitte auf. Ach, aber dein Gesicht macht hier keinem Angst, oder wie? Wenn mir der Kappa erstmal seine Schlumpfstimme rausholt, dann... Oh, oh, oh. Das will ich jetzt hören. Schlumpfstimme, Digga. Der kann voll die coolen Stimmen machen. Chappi. Chappi. Chappi macht Schlumpfstimmen. Ja, bitte, Chappi. Ja, bitte. Ja, bitte, Chappi. Ja, bitte, mach. Ey, der Biker will nicht gegen mich kämpfen. Chappi? Warum ist Spaß jetzt raus? Der muss doch auch die Schlumpfstimme hören. Chappi! Willst du einfach damit sagen, dass Marci auch eine Schlumpfstimme hat? Nein, er muss sie hören von dir, Chappi. 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 Aua. Chappi. Chappi. Kann der das Maul halten? Einmal. Chappi. Okay, einmal halte ich's Maul. Vorbei. Hast du deinen Mund auch wirklich dabei gehalten? Ja, ich hab tatsächlich Hand auf Fress. Warum glaube ich dir das? Ich schnauze halt dann richtig, ich bin doch nicht. Müssen wir mir nicht glauben. Ey, Leaf Displays. Boah, der will mich hier raus haben. Ah, der hat auch ein Wiesing, nervig. Können wir schon mehr rausvoten? Ich vote dich raus. Mir gehört nein, bitte nicht, ich will nicht, ich will im Dschungelcamp bleiben. Mir gehört nämlich der Discord, darum kann ich dich ganz leicht rausmachen. Echt, wie heißt der mit Vornamen? Wer? Siehste, hab dich überführt. Nein, ich hab gewonnen. Du verstehst Scheiße. Es nur nicht. Hast du die Bombe defused oder was? Ja. Du kleiner sneaky Bastard. Ich hab sogar beide Bomben defused, selbst die, wo du denkst, die ich nicht mal kenn. Das sag ich deiner Tochter. Washington. Kappa! Oh, es macht keinen Spaß, Marci zu verarschen, wenn ich mithört. Kappa! Hm? Bitte! Wenn Terminus weg ist, dann. Ja. Dann können wir endlich in Ruhe Let's Playen, wie normale Menschen. Oh, ja. Ja, das funktioniert nicht. Das wäre definitiv cool. Denitiv. Denitiv? Denitiv. Oder Genitiv? Nein, bitte nicht! Bitte kein Genitiv, ich habe Angst. Das kannst du damit Marci vollziehen. Oh je, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Oh, ich weiß selber nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass es das gibt. So eine andere Form ist von Wörtern. Alter, Marci, komm jetzt wieder. Der hört dich nicht. Ach was, darauf wäre ich jetzt ohne deine Hilfe nicht gekommen. Da bist du ganz schön doof. Irgendwie jedes Mal, wenn ich mit Schombe aufnehme, dann hat jedes Mal seine Tastatur. Ja, ich habe nur kurz was geschrieben. Er hat weiter seinen Roman geschrieben. Das ist ein sehr toller Roman, ja. Liebes Tagebuch. Heute habe ich herausgefunden, dass Marci meine Tochter ist. Ich bin die liebe Mama. Der Papa Weinbaum. Vielleicht bist du ja ein Baum, hä? Boah, der war geil, sag ich dir. Hast du schon mal nachgeschaut, ob du vielleicht ein Baum bist, ne? Nur zu 20%. Ungarner sind komische Leute. Ja, siehst du? 20% reicht doch. Weißt du, wie viel 20% in Ungarn sind? Warte mal, wie... Ich kenn da keine Zahlen. Wie bist du 20% hinkriegen bei Kindern? Das wäre doch allerhöchstens sowas wie... Warte mal, sowas wie 25%, oder nicht? So ein Viertel. Nein. Doch, wenn deine... Warte mal, wenn deine Eltern, da bist du 50%, Großeltern bist du 25%. Und darüber, das ist 12,5%. Was ist, wenn von meinen Eltern, warte, was habe ich gesagt? Wie viel Prozent? 20.
Ja, meine Mama war 40%. Und wie kriegst du das hin? Vater 0. Was? Wie kriegst du 40 hin? Der eine 80 war. Doch. Und wie kriegst du 80 hin? Ich nehme jetzt im Liegen auf. Nimm der eine 100% Baum war und der andere 120% Mensch. Das funktioniert nicht. Halt's Maul, ich bin müde, ich könnte dir das sogar erklären, wenn ich nicht müde wäre. Du könntest... Ich bin auf die Zielnummer in sich, ich bin raus. Okay. Ich glaube, das war die schlimmste Aufnahmesession, die ich je gehabt hatte. Ah, es kann noch schlimmer werden, keine Sorge. Ja, das weiß ich, das ist ja das Problem. Boah, Raindance. Ich habe aber einen Arcanine. Arcanine? Ja, und das einer muss Master kriegen, dass Terminas nicht mehr da ist. Ja, echt, hey. Terminas, sag ihm mal, dass du nicht mehr drinnen wirst. Mars, ich bin nicht mehr drin. Oh Mann. Das ist eine Lüge. Jetzt sag mal, wie lange brauchst du noch, dass du bei Hitlerstadt, bei den Inseln bist? Ich? Ja. Ich hab mich gerade ausgelockt. Ach so. Ach so. Ach so ist das. Oh Gott. Jawoll! Das ist nicht erfasst, was du wieder haben! Okay. Okay. Gute Nacht, Terminas. Gute Nacht. Hoffentlich träumst du von Tabbies. Gute Nacht, Chappi. Gute Nacht, Hurensohn, der wieder rausgegangen ist, weil er mich nicht mehr ertragen kann. Peace out. Komisch. So, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ich hab mich verlaufen. Ach, Mann. Du kannst doch nicht seinem Peace out zuhören. Der lügt dich doch an. Der schlügt dich an. Der schlägt ja dir die Füße bunt. Und dann lügt er dich nochmal an. Also an alle Zuschauer von Schonwehr, guckt auf jeden Fall bei Marcy vorbei, schreibt dem, ey Marcy, was machst du eigentlich? Mach nein, mach das nicht. Richtig. Bitte schreibt das genauso in die Kommentare, dann kriegt ihr Geld. Nicht von mir oder von Schonwehr, aber irgendwo bekommt man immer Geld. Über eurem Haus ist gerade ein Helikopter mit 10.000 Millionen Euro und der lässt es dann fallen und euer Helikopter ist auch unsichtbar. Ja, das ist kein Witz, das ist kein Witz. Genauso wie das Geld. Genau, das Geld, genau. Dann müsst ihr mit euren Raketenwerfer abschießen, aber mit dem unsichtbaren. Es gibt keine unsichtbaren Raketenwerfer, wo lebst du denn? Aber in meinem unsichtbaren Helikopter war ein unsichtbarer Raketenwerfer. Vielleicht war das nur ein T-Shirt-Werfer, die gibt's doch auch, oder? Ja, dann nimmt eben sein T-Shirt-Werfer. Nein, man kann mit dem T-Shirt-Werfer keinen Helikopter unterschießen. Was für ein T-Shirt da hast du? Ja, denn? Das ist wahr, aber wir reden ja nicht von einem Helikopter, sondern von einem unsichtbaren Helikopter. Ja, aber T-Shirts... Ja, jetzt schaust du blöd, Arschloch! Ja, die T-Shirts sind doch auch unsichtbar, das ist doch kein Unterschied. Das ist wie Minus und Minus, das ist das Gleiche. Daraus wird Plus. Ja. Also es ist dann Plus wie ein normaler Helikopter, weil Minus Minus Plus ist. Ja, aber ein normaler Helikopter macht... aber ein unsichtbarer Helikopter macht... Komm, geh ins Bett und halt Maul. Bam. Nein, ein unsichtbarer Helikopter hat auch unsichtbaren Maus, Sound. Nein! Nein! Jetzt liegt hier auf dem Boden! So. Ich wäre jetzt wirklich dafür, dass du jetzt abhaust und schlafen gehst, bevor du noch Halluzinationen bekommst und tust. Oder irgendwas anderes. Sag das bitte nochmal. Kappa ist ganz ruhig geworden. Oh nee, hör auf, so leise zu sein. Nein, ich bin noch da. Dann hör auf, so leise zu sein. Nee. Ich mein's ernst. Du bist voll leise. Warum bin ich leise? Keine Ahnung. Bin ich jetzt wieder lauter? Ja. Ah! Oh Gott. Marcy? Marcy? Nein, kein Marcy. Schade. Schade. Ich bin noch da. Kannst jetzt abhauen, genau. Du hast schon aufgehört mit Aufnehmen. Ja. Das macht immer noch Spaß, euch zu ärgern. Ja. Obwohl ich langsam richtige Schmerzen im Kopf habe. Aber das ist es wert. Man. Jetzt ist er bei Rocky. Oh, nee. Du hast keine Macht über mich. Peace out. Bye. Bye.
Er ist weg! Okay, jetzt kann ich Marci anschreiben. Für wie lange? Ich schreibe gerade Marci. Er ist weg. So. So. Und ich find's richtig angenehm, im Liegen aufzunehmen und zu spielen. Das ist richtig angenehm. Also, ich lieg nicht. Ja. Oh Mann, das war dumm. Okay. Oh Mann. Okay. Ich hab vielleicht gedacht, weil er um 6 Uhr geschrieben hat, er hat sich mal hingelegt und hat geschlafen. Nein! Nein. Wäre ja Luxus. Korrekt. Ich kill auch Rino grad. Der allgemein keinen Bock mehr hat und glaubt, dass wir ihn anlügen. Nee, nee. Marci sieht's ja, dass er nicht da ist. Ja, gut. Soll sich jetzt mal beeilen, ja! Wann entwickelt sich nochmal Nebulak eigentlich? Irgendwas 20? 25 eventuell? Ich weiß es nicht. Ich schau mal eben. Warte mal, welche Fähigkeit hat mein Ursaring? Oh, nice. Was hat er denn? Partier Rasantstadt. Na okay, gut, Rasant wäre jetzt vielleicht jetzt nicht die bessere Fähigkeit gewesen, aber egal. Jawohl, ich bin mit Paralyse schneller. Kann zu Vorteil sein. Ja. Vor allem gegen doofe Gegner, die schummeln und mit Bodycheck 100% Paralyse haben. Du meinst Bodyslam? Meine ich ja, Bodyslam. Wo ist der Unterschied? Paralyse und Schaden. Ja, ich weiß, dass es einen Unterschied gibt. Ah! So, jetzt haben wir Marci. Hör, was? Jetzt haben wir Marci wieder. Er kommt nicht mehr. Das ist tot. Für immer. Und Terminus hat ihn umgebracht. Hat ihn erschossen mit seiner Fingerpistole. Mit seiner Mittelfingerpistole. Ich würde ja lieber sagen mit seinem Mund. Marci so ein Troll. Wo bleibst? Er schreibt, warte, Marci Gamer left the PM. Okay. Was jetzt? Echt jetzt? Nein, der ist dann die Nachricht. Der tut die immer wegklicken komplett, statt einfach nur klein zu machen. Hey. Okay. Na egal. Bra, bra. Was zum? Auf mich zu teleportieren spielen. Hast du Teleporter eingesetzt oder was? Nein. Ich bin an dem Haus vorbeigegangen, weil ich zu nah dran bin, war. Hat's mich ins Haus reingedingst. Okay. So, los. Ich trainiere gerade meinen Pokémon, dass ich die doofe Sabrina kaputt bekomme. Die ist voll unfair. Und Marci ist wieder. Hallo Marci! Der Richtige ist wieder da. Nicht der andere. Oh. Endlich. Das hält man ja in Gottes Namen. Pass auf, der kommt gleich wieder. Warte mal, ist der schon offline? Ja. Okay, gut, ich dachte schon. Wenn er mal wiederkommt, dann hätte ich den echt ins Gesicht gebrüllt. Das ist mir scheißiger. Ey, du musst doch an uns denken. So, und ich nehme wieder auf. Hallo, Zuschauer von der Marci. Hallo. Ihr seid willkommen. Ja, seid willkommen. Ey, blöde Birdkeeper wollen nicht gegen mich kämpfen. Schau, der könnte so ein richtiger Italiener werden. Wieso sollte das italienisch sein? Weil du, keine Ahnung, du spielst Mario. Nein, ich meine das, was ich, wie ich geredet habe. Das war doch kein italienischer Akzent. Echt nicht? Hat sich so angehört. Nee. Ach, meinst du, ich kenne mich mit den anderen mit Akzenten aus? Ja. Ich bin froh, dass ich wenigstens Deutsch kann. Darüber kann man sich auch streiten. Ja, so. Endlich mal. Es gibt voll viele Gegner, die ich noch nicht bekämpft habe. Voll nice. Da kann ich trainieren. Wie weit ist eigentlich Terminus momentan? Hä? Bei diesen komischen Inseln da. Als ob er da nicht ist. Als ob er da wirklich. Der hat doch bestimmt geschlafen. Ja. Der hat bestimmt geträumt, dass er da ist. Nein, der ist
Der hat jetzt den sechsten Orden, was auch immer nach dem sechsten Orden kommt. Also, Cinnabar Island, wahrscheinlich. Naja. Da ist doch der siebte, oder? Nein, wo ist der siebte? Siebte ist, hier, Pyroland. Wo ist das? Ich weiß gar nicht, wie heißt der Scheiß? Ja, von der Karte her. Du kannst doch die Karte holen und dann einfach drüber hoppen. Ah, ja, ich seh gerade. Wenn du dann drüber bist und dann zeigst du es. Klimambar Island müsste das sein. Klimambar? Ach, das mit C. Ja, das unter. Ach, Sinn aber, ja, hab ich ja gesagt. Weise Alaba. Oh, da ist ein Pokéball, den ich noch nicht eingesammelt habe. Herr damit! Oh, Waldcrimer, na toll. So. Easy. Was soll denn? Passiert hier? Das weiß ich nicht. Chaotix. Kappa, was machst du? Nachdem ich umräumen. Wieso? Mitten der Aufnahme einfach so. Ja, genau. Ich habe mich wieder hingesetzt. Ah, okay. Das Liegen ging nicht mehr. Ich war fertig mit Fetten, deswegen. Ah, yeah. Das habe ich jetzt nicht. Das habe ich nicht laut gesagt. Das war nur so ein. Ihr habt es gehört, ihr seid Zeugen. Ja. Oh Mann. Ich hoffe mal, ich habe beide gerade auf Stopp gedrückt bei der Aufnahme. Natürlich, nein. Natürlich. Ich wusste, okay, so wie ich den Kappa kennen würde, jetzt einen Fab-Witz machen. Jetzt tue ich erstmal die Aufnahme stoppen kurz. Okay. Ist doch klar, oder? Boah, wir sind hier das Trio, das Original-Trio. Echt so. Ja, die mit der Gamer-Runde angefangen haben. Ist so. Und jetzt spielen. So, erstmal Terminus jetzt hier komplett rausschmeißen aus Pokémon, deswegen. Okay. Nein, Spaß. Ey. Ganz ruhig. Ja, okay. Er darf in der nächsten Folge dabei sein, wenn er ausgeschlafen ist. Also, ich fand's lustig, nicht so wie Marcy, aber Marcy war ja. Ey, das war nicht lustig. Auf Dauer ist es nicht mehr lustig. Das ist ja wohl erst ein bisschen Schande, lustig, aber das ging ja Schande, schon eine Stunde. Schau mal, er hat dich erstens mal weiblich genannt und dann solltest du es noch mit einem Baum getrieben. Der Hund ist doch egal, wenn er das sagt. Ja, ich weiß halt bloß nicht, ob es wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Genau, als ob sowas ernst gemeint ist, hallo? Was denkst du denn? Das ist Terminus. Ja. Ja, stimmt, da muss ich Chaotix recht geben. Da weiß ich auch nie, was ernst ist. Boah, Mann, gibt's hier in dem Spiel irgendwo eine Bank oder so? Ich will mein Geld nicht mittragen, sonst verliere ich wieder alles. Banken werden heutzutage völlig überbewertet. Entweder du bist überfallen oder hast Pech gehabt. Hä? Seit wann wird eine Bank überfallen? Ach komm, Glora, komm du mal rein. Mann, ich wollte gerade sagen, ich hab Hälfte Geschlecht, aber ich hab gesehen, ich hab nur zwei Weibchen, der Rest ist männlich. Okay. Ich hab, Moment. Zwei weibliche, ja. Alter, hier ist jemand, der heißt Billy, der hat einfach mal hier. Was ist Billy? Billy, der hat eine Spielkonsole, einen Flachbildfernseher hinter sich, so ein mega riesen Globus, Alter, das ist voll reich. Ich hab endlich hier ein Dingskirchen. Hast du die Relaxo schon gefangen? Nee, ich hab jetzt erstmal ein Apollo. So, ich schau jetzt gleich mal, was Apollo noch so lernt, ob es noch irgendwas Nützbares erlernt, ansonsten entwickle ich es gleich weiter. Ui. Marcy, ich brauch dich dann gleich mal. Wieso Marcy? Ich bin schon in der Nähe vom Pokécenter. Achso, müssen wir im gleichen Pokémon-Center sein oder reicht das ein? Es ist egal welches, glaube ich. Ja gut, dann schaue ich eben noch ganz schnell nach, was Apollo kann und danach können wir tauschen. Ei, so. Weil so ein Gengar direkt so relativ ein bisschen früh ist definitiv nicht schlecht, vor allen Dingen für eine Psycho-Arena. Vor allem, da die Psycho-Arena dumm Arschkopf ist. Obwohl, du hast mit Gengar auch ein bisschen kleines Problem, wenn du die Gegner nicht one-hittest. Ja.
Aber ich denke mal, ich sollte irgendwie. So. Und? Wie sieht's aus? Level 33 Spukball, 44 Finster Aura. Maler lernt's Gengar. Keine Ahnung. Spukball 33, okay, kann man tauschen. Hi, hi. Los. So, wie tausche ich jetzt mit dir? Indem ich Dreh drück bei dir. Oh, du bist nice. In keinem Pokécenter. Doch. Okay, warte. Oh, nee, wir müssen doch im gleichen Pokécenter sein. Deswegen sage ich ja. Wo bist du denn überhaupt? Lavandia. Oh. Ist Marcy noch Lavandia? Nein. Bist du dir sicher, dass du schon in der nächsten Stadt bist oder einfach nur in der Route davor? Nein, ich hab schon, also ich bin jetzt schon fast in der nächsten Stadt, kurz davor. Ah, okay. Na egal. Ich würde irgendwie gerne Relaxo mit reinnehmen, aber ich mag irgendwie die Ursaring. Das ist unfair. Wieso? Du hast zwei Pokémon, die du haben willst. Was ist das Problem? Besser als kein Pokémon. Ja, schon, aber... Was soll ich, kann hier nicht mehr rein, die Polizei ist weg. Was soll die Scheiße? Mein Team gefällt mir eigentlich momentan auch so sehr gut. Ich meine, ich habe einen Apollo, ich habe Marquana, ich habe Ursaring, ich habe Diktri, ich habe einen Glurak und ich habe einen Omot. Okay. Also ja. Ich habe auch ein cooles Team. Mir fehlt nur noch ein Pokémon. Na gut, sobald ich in der dritten oder zweiten, also in Johto oder in Höhlen bin, wird wahrscheinlich sowieso was gekickt werden, aber... Nee, da musst du neu anfangen. Mit echt? Pokémon, ja. Ja. Oh. Okay. Wäre ja Luxus gewesen, aber okay. Wäre auch Luxus gewesen. Relaxo. Boah, ich kann gar nicht auf Hohen warten, das ist meine Lieblingsregion. Und da kenne ich das Spiel dann wenigstens. Super Glückwunsch. Ich hätte ganz gerne Sinnoh. Sinnoh ist schon cool. Ich will Sinnoh haben. Ich will nur haben. Ich will mein Panferno haben. Ich will alles Geld der Welt. Das will jeder. Echt? Mhm. Ja. Ich dachte, das wäre nur mein Traum. Kann dieses Relaxo eigentlich nur Schnarcher? Keine Ahnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, alles Geld der Welt haben ist total bescheuert. Weil wenn niemand Geld hat, dann ist es nichts wert. Ja. Denk doch mal nach hier. Oh. So wirklich. Ja, okay. Ist ja gut. Ich hasse Hypno, der hält irgendwie viel zu viel aus. Der ist jetzt so. Ein Hypno kann Headbutt? What the fuck? Ja. Es muss dich ja verwirren, damit es dich damit nach Hause nehmen kann. Achso. Oi. Oh Gott. Och nee, bist dabei. Hör auf damit. Ah. So, ich habe 4 Versuche, dieses Relaxo jetzt zu fangen. Oh je. Ich habe nur ein Relaxo ist nicht leicht zu fangen, das sage ich dir. Ja, ich weiß, hat auch keine hohe Fangrate, aber ich meine, es ist bei mir eingeschläfert und es ist bei Low KP. Eins, zwei. Also ich habe es nur mit einem Superball gefangen. Oh Leute, ich habe es mit Pokéball gefangen. Moment mal, Relaxo. Ja. Das habe ich gar nicht gefangen, weil ich so abnormal viele Bälle drauf geworfen habe und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe jetzt den ersten Pokéball geworfen und ist direkt drin geblieben. Oh, warte, der ist schneller! Oh!